Moin Moin, hier zurück bei Destiny und zwar jetzt etwas verspätet, weil ich Frühstück hatte und nicht richtig reden kann gerade. Ja, Xur halt, ne? Xur ist da, hier im Riff. Hat auch schöne Sachen dabei, habe ich gehört. Das ist etwas, was man auch gebrauchen kann. Halt mal gucken. So, was hast du denn da für mich? Die Objekte gehören dem Neuen, nicht mir. Okay, gut. Hier einmal für den Titan, Wappen von Alpha Lupi. Brustschutz mit Intellekt und Disziplin ist schon mal gut. Dann mit den folgenden Perks. Supers erzeugen eine zusätzliche Sphäre. Du kannst schneller wiederbeleben und wiederbelebt werden. Wie gesagt, für PvP ideal. Dann noch erhöht die Menge an Automatikgewehrmunition, die du tragen kannst. Und noch zuletzt erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach erlittenem Akkus-Explosionsschaden. Eigentlich super Perks. Super Sache, sollte man auch definitiv mitnehmen. Keine Frosch möglich. Okay, schade. Ich muss nur kurz husten, weil ich bin nochmal gleichzeitig erkältet. Ich bin wieder da. So, weiter geht's. So, hier haben wir die Amakaras Rückgrat, Panzerhandschuhe für den Jäger, also für den aktuellen Schaden, den ich habe. Disziplin und Stärke nicht so geil. Dann mit den folgenden Perks: Lichtsensorminen-Granate hält länger an. Erhalte eine zusätzliche Lichtsensorminen Granatenladung, eigentlich auch super Perk. Dann noch schnelleres Nachladen mit Automatikgewehren und erhöhte Granatenwurfweite. Eigentlich super, außer die Stärke da jetzt drin. Sonst eigentlich gutes Ding, kann man auch mitnehmen. Sonst, wie gesagt, immer mitnehmen, wenn es in der Sammlung fehlt. Und hier noch für den Warlock, Herz des Praxianischen Feuers. Schöner Brustschutz mit nur Intellekt und mit den folgenden Perks. Wenn Erleuchten aktiv ist, ist Agilität erhöht und Fähigkeiten-Abklingzeiten sind verringert. Auch schon mal gut, erhöht die Menge an Scout-Gewehrmunition, die du tragen kannst und zuletzt reduziert eingehenden Akkus für einen Flammenschaden. Also eigentlich super Sachen heute. Also gefällt mir, kann man alles mitnehmen und auch gut nutzen. Hier super eine Surus-Regime, Automatikgewehr, Ausrufer-Waffe, kostet leider 23 Münzen, aber dafür für PvP ideal mit den folgenden Perks. Die untere Hälfte jedes Magazins verursacht Bonusschaden und kann bei Kills Gesundheit zurückgeben. Dann noch beim Zoomen feuert diese Waffe langsamer und verursacht aber zusätzlichen Schaden. Also eigentlich super Sache. Hier noch ein Vermächtnisengramm, kostet 31, kauft eh keiner. Da kauft euch lieber hier unten die 300 Münzen. Hier gibt es auch die Raritäten wieder, ne? Glasnadeln, 300 Münzen, schwere Munitionssynthese, die beiden Antriebe. Aber wie gesagt, 300 Münzen immer mal mitnehmen, wenn ihr Münzen über habt und Bock habt, das immer einzusetzen. Bei Schmelzsiegel zum Beispiel, bei Matches, wenn die beendet sind, oder bei halt Ultra-Gegnern bei PvE. Also eigentlich immer mitzunehmen, wenn nicht, ist blöd, weil dann kriegt ihr keinen Exo-Loot im Guten. Hier habe ich eigentlich die Surus schon gekriegt gehabt, hier mit 334. Die habe ich jetzt aber wohl in den Tresor gepuckt. Haha. So, ja, das war heute Agenda 9 Xur. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was er dabei hatte oder hat. Wie gesagt, nehmt das mit, was euch noch fehlt, sonst probiert euer Glück mit 3 der Münzen. Und hiermit verabschiede ich mich jetzt erstmal, weil ich muss jetzt mal pennen, weil ich habe jetzt 10 Stunden gearbeitet. Ich bin fertig. So, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschö.